Ja, servus zusammen und willkommen zu einer neuen Folge von Crusader Kings 3, hier mit Herzog Siegfried von Bayern, ja, Tirol und Kärnten am Start, aus dem Hause Northeim, residiert hier in Regensburg. Und es gibt so einige Sachen zu tun, einige Sachen zu erinnern und so weiter, bevor wir richtig loslegen. Das müsste jetzt Folge 10 sein, das heißt, wir sind rein technisch gesehen noch mitten in einer Staffel. Es gab jetzt aber ein halbes Jahr Pause oder so in dem Projekt. Dementsprechend müssen wir ein bisschen was auch wieder uns in Erinnerung rufen und so. Das werden wir gleich sehen, genau. Dabei sei noch festgehalten, dass wir am Ende der letzten Folge ja den Krieg der Unehre erklärt haben. So haben wir ihn genannt. Nämlich einen Anspruch unserer Frau von Infantin Elvira auf Galizien. Ja, genau, Galizien. Hier gegen Kastilien. Also beziehungsweise hier diesen jungen König Fernando aus dem Hause Jimena, der gewissermaßen auch die Jimena-Monarchie anführt. Er ist König von Kastilien, Navarra und Galizien. Und dieses Königreich Galizien wollen wir ihm abnehmen, wollen wir unserer Frau und damit uns selbst letztendlich übertragen. Wir müssten damit auch dann König werden, rein nominell. Darum geht es hier in diesem Krieg. Ich möchte fürs Rollenspiel auch nochmal ganz kurz eine Sache festhalten. Nee, eigentlich muss ich noch kurz zwei Sachen sagen, bevor wir richtig anfangen. Nämlich erstens, Rollenspiel, also das Mittelalter, vielleicht nochmal als ganz kurzen Exkurs. Das Mittelalter war eine agonale Gesellschaft, sagt man da. Also eine Gesellschaft, die auf Konflikt und auf Krieg eigentlich gebaut war. Also Krieg war viel normaler als heute. Es war vielleicht sogar der Normalzustand. Also, dass man mal einen längeren Frieden hatte, das war eher ungewöhnlich. Das Hauptgeschäft eines Herzogs, eines Königs oder so, war das Krieg führen. Und es gibt quasi keinen Herzog oder König oder so, der keinen größeren Krieg geführt hätte. Dementsprechend auch hier diese Kriegserklärung gegen Kastilien. Und wir marschieren mit 3.500 Bayern hier in den Süden. Das ist mal das Erste. Das Zweite ist die Tatsache, ich habe mal was an meinen Soundeinstellungen gedreht, denn mir kam das ein bisschen, ich kam mir in den letzten Videos ein bisschen leise vor. Ich hoffe, ich habe das jetzt gefixt. Ich habe noch ein bisschen an meinem Mischpult was umgestellt. Ich habe so ein Mini-Mischpult. Und ich glaube, ich habe jetzt so mehr oder weniger die optimalen Einstellungen gefunden für uns. Ja, es war auch so ein bisschen komisch, weil wenn ich weiter weg bin, so ein bisschen weiter weg nur, dann klinge ich gleich viel leiser. Und wenn ich nah dran bin, dann klinge ich gleich viel lauter. Das ist irgendwie ein bisschen schwierig, aber ich denke, davon werden wir uns nicht aufhalten lassen. Wir haben jetzt ein bisschen Prestige verloren und auch eine Ruhmstufe. Das möchte ich in Zukunft auch im Rollenspiel ein bisschen anders handhaben, also dass wir solche Kriege erklären, bei denen wir Ruhmstufen verlieren. Das möchte ich nur im absoluten Ausnahmefall machen. Jetzt ist es passiert, jetzt haben wir es gemacht. Wir nehmen an, unsere Frau hat einen starken Einfluss auf uns. Sie ist ungeduldig, hier die Herrschaft anzutreten. Sie ist zynisch, sie achtet vielleicht die göttlichen Gesetze des Feudalismus nicht so sehr und auch, dass Frauen eben zurückstehen müssen. Und hat uns, so stellen wir uns das vor, einfach überzeugt, hier tätig zu werden. Sie ist auch schon 45. Das bedeutet, diese Tochter, die wir hier haben, die auch schon matrilinear verlobt ist mit Otto von Northeim, dem Erben unseres Bruders, ihrem Cousin gewissermaßen, diese Christine wird sehr wahrscheinlich die neue, ja, Königin, sag ich mal, dieses Landes und unseres Herzogtums, vorausgesetzt natürlich, wir gewinnen den Krieg. Eine Sache noch, ich spiele auf dem neuesten Patch und auch mit den neuen Flavor Packs und so. Ich gehe davon aus, dass der Save entspannt, ja, entspannt kompatibel ist. Ich kann aber nicht dafür garantieren, dass wir nicht irgendwelche dummen Sachen auch noch sehen. Das führt auch dazu, es hat sich was an den Dynastievermächtnissen geändert. Dynastievermächtnisse sind jetzt billiger. Und ja, wir müssen jetzt uns das erste holen. Das erste Dynastievermächtnis, weil wir schon 393 Bekanntheit haben. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, was wir da als erstes nehmen. Also ich meine Blut hier. Geplante Abstammungen sorgen für würdige Nachfolger. Blaues Blut, Chance auf Vererbung von guten vererblichen Eigenschaften und Chance auf neue gute vererbliche Eigenschaften erhöht sich jeweils um 30%. Das ist eine super Sache natürlich. Größtenteils gerecht. Das kommt mir eher komisch vor. Haus von Kriegern ist auch sehr, sehr cool.
Und das könnten wir auch jetzt gut gebrauchen. Ich glaube, das nehmen wir. Kampfgeschick plus 2 und Rittereffektivität plus 15%. Ja. Nehmen wir das. Und dann noch eine Sache möchte ich festhalten, nämlich, was ich gar nicht im Blick hatte letztes Mal. Es gibt in Innsbruck das Silberbergwerk Schwarz, beziehungsweise die Möglichkeit hier in Schwarz ein Silberbergwerk zu bauen. Und das produziert sagenhafte 3 Gold pro Monat und kann auch noch weiter ausgebaut werden auf bis zu 9 Gold pro Monat. Was unfassbar ist. Also wir nehmen aktuell minus 4 ein, unsere gesamten... Also wenn wir diese Provinz hätten und dieses Gebäude gebaut hätten, würden wir dadurch mehr Gold einnehmen als durch unsere gesamte restliche Domäne. Das ist, oder ziemlich exakt so viel. Das ist krass einfach. Und dementsprechend, wir sind ja auch Herr in Tirol, sollten wir es eventuell forcieren, diesen jungen Herrn Graf Berthold von Innsbruck aus dieser Position hier in Innsbruck herauszunehmen. Wir haben auch gerade eine drohende Revolte, da ist er, glaube ich, auch mit dabei. Das ist alles nicht so einfach hier. Vielleicht kriegen wir diese Revolte noch irgendwie verkleinert. Haben wir vielleicht Geheimnisse oder so? Müssen wir mal gucken. Naja. Das soweit dazu. Genau, Kastilien bietet uns einen weißen Frieden an. Das lehnen wir natürlich ab. Das ist ganz klar. Wir werden gerade überfallen von Herzog Krutoy irgendwo hier. Von... Wilsenland. Wieslawit, okay. Kennt der ein oder andere vielleicht, dieses Herrschergeschlecht? Wir können Ethelinde von Nordheim, unsere Schwester, rechtmäßig einkerkern, weil sie als Hofarzt, glaube ich, keine so gute Arbeit geleistet hat. Bei irgendwem. Das werde ich aber begnadigen. Also da gibt es jetzt keinen Grund, irgendwie gegen sie vorzugehen. Und dann können wir sie auch gleich begnadigen. Sie ist verheiratet übrigens mit Welf, dem Erben der Lombardei. Und ich weiß nicht, ob wir... Sind wir mit der noch verbündet? Ja. Warum seid ihr eigentlich nicht mit dem Krieg? Doch, seid ihr. Die Lombardei ist mit dem Krieg. Steht die auch hier mit ihren Truppen? Armee von... Ja, okay. Warte mal, sind das unsere Verbündeten? Ach so, das sind unsere Verbündeten. Ja, cool. Okay, das hatte ich gerade gar nicht im Blick. Stimmt, wir sind ja auch mit Sachsen verbündet. Hier, Herzog Magnus von Sachsen, beziehungsweise der, hier im Spiel ist es so geregelt, sind die sächsischen Herzogtümer alle geteilt, aber de facto ist Angria nichts anderes als das von Karl dem Großen eroberte sächsische Königreich oder sächsische Siedlungsgebiet, es war ja kein Königreich. Und, wie cool, Leute, sehr schön. Übrigens gibt es auch einen leonesischen Krieg um Galizien, da müssen wir einfach schneller sein. Das ist noch ein Problem. Na gut, wir rücken jetzt hier unten ein und belagern als erstes Castelo Branco, würde ich sagen. Mit unseren Truppen rücken wir vielleicht mal als erstes nach da. Genau, das machen wir soweit. Ansonsten, wir können Christine von Nordheim einen Vormund zuweisen. Okay, da geht es ja vor allem um die Bildung. Wir könnten natürlich unsere jetzt rehabilitierte Schwester hier, Ethelinde, zum Vormund von Christine machen. Das wäre vielleicht sogar eine Idee, gell? Ich meine, die ist gut gebildet, die ist eine Ärztin. Das wäre schön. Oder wir nehmen Bischof Merten, unseren Hofkaplan gewissermaßen. Unseren, ja, Reichsbischof. Oder unsere Mutter wäre auch eine Option. Ich finde die Idee eigentlich, sie bei Bischof Merten auszubilden, gar nicht mal so schlecht. Und dann können wir das Ganze noch ändern und sie die Ausbildung bei Ethelinde abschließen lassen. So finde ich das eigentlich ganz gut. Wir werden natürlich nicht die Kultur wechseln lassen. Sie soll bayerisch bleiben. Unsere sächsischen Besitzungen besitzen wir schon lange nicht mehr. Okay, so viel dazu. Laufende Wahlen im Heiligen Römischen Reich. Wir sind, glaube ich, sind wir Kurfürst jetzt inzwischen? Nee, gell? Nee, sind wir nicht. Wir werden aber auch nicht gewählt. Schade eigentlich. Ich weiß nicht, wie es mit unserem Vorgänger war, ob der gewählt wurde. Aktuell hier Herzog Magnus, unser Schwager, verheiratet mit unserer Schwester. Der Sachsenherzog wäre der nächste Kaiser. Naja, gut.
Okay, lassen wir mal die Zeit laufen und schauen, was die Zeit so bringt. Bin sehr gespannt. Als erstes rücken wir mal hier ein. Und dann würde ich hier gerne die Armee aufteilen. Eine Belagerungsarmee. Und eine, die hier steht. Okay, die ganzen Ritter, die würde ich gerne zur Belagerung mitnehmen. Und Reiter. Und ein bisschen die größeren Aufgebote. Würde ich auch gerne mal abspalten. Sind wir bei 1600. Nehmen wir dich. Haben wir einen Belagerungsgeneral? Ja, Graf Heinrich. Den nehmen wir mal mit. So, und hier setzen wir... Ich würde mal sagen, setzen wir uns selbst hier an die Spitze. Genau. Dann belagern wir mit einer Hälfte und sparen uns so die Verluste. Und hier im Norden belagern unsere Verbündeten. Sehr, sehr gut. Hier das Königreich Frankreich steht hier auch in Galizien. Ein zähes Ringen ist entfacht. Heieiei. Sollten wir vielleicht mal doch ein bisschen schneller laufen lassen? So. Stufe 5 ist ja wirklich Speedy Gonzales. So in 10 Minuten das komplette Spiel durchlaufen lassen. Deswegen machen wir das nicht. Okay, hier... Warte mal, das sind aber die Konkurrenten, oder? Das sind nicht Gegner. Genau, unsere Verbündeten Österreich, Sachsen und Mailand und Augsburg ist auch dabei. Unser Bruder. Genau, das sind keine Gegner, das sind Konkurrenten. Also das sind die, die hier angreifen von Leon, die Verbündeten mit Frankreich und dem Heiligen Römischen Reich. Wir wenden uns gewissermaßen gegen unseren Lehnsherrn mit dieser Aktion. Ein Kriegsführungsfokus ist verfügbar. Okay. Wir haben aktuell 2 Punkte im Aufseher hier drin, nämlich heimischer Herd und Dienst an der Krone. Wir haben auch einen Punkt in standhafter Anführer und im Galantenbaum. Ich würde ganz gerne hier runterkommen zur Königsgarde, weil Anzahl Ritter plus 4 ist sehr, sehr cool und es macht auch sehr Spaß, wenn man einfach mehr Ritter einsetzen kann. Dementsprechend machen wir das. Ritter-Effektivität plus 75% ist super, super schön. Wir könnten auch mal, glaube ich, auf Ritterlichkeit gehen hier. Das ist, glaube ich, auch einfach der bessere Fokus. Ja, machen wir das. Ich glaube, es gibt ein bisschen bessere Events, wenn man auf Strategie ist. Aber Ritterlichkeit ist dann doch nochmal eine Nummer besser. Gerade als Vasall des Kaisers des Westens ist es natürlich obligatorisch, dass wir uns besonders ritterlich benehmen. So. Und wenn wir hier... Castello Branco genommen haben, könnten wir auch überlegen, ob wir hier weiterziehen in den Norden. Ich glaube, das machen wir. Da kommen wir auch ohne Probleme hin. Sammeln wir unsere Truppen wieder hier. Und geben sie... Na komm, wir führen sie selbst an, das ist Ehrensache. Und dann können wir direkt diese Belagerung hier übernehmen. Von Frankreich. Okay. Mehr Truppengegner ist kürzlich verschifft. Bergwetter. Okay, die sind verschifft. Ist auch ein Ritter dabei. Ah, wir kriegen ja keinen Verteidigungsbonus, oder? Ja, oh. Das habe ich nicht dran gedacht. Oh, Leute. Verflixt. Verflixt. Okay, können wir uns zurückziehen? Ja. Gott sei Dank. 3000 Mann. Ich hoffe, wir kriegen jetzt keine Verluste dadurch, dass wir hier durch Feindesland ziehen. Nee, sollte nicht der Fall sein. Wir fliehen ja nur. Kein Schultheiße eingesetzt. Das war, weil unser Kämmerer nicht so gut ist. Freundlicher Austausch, okay. Ida von Nordheim mag uns mehr. Unsere Nichte. Genau, das ist eine Tochter. Warte mal, eine Tochter von... Warte mal, was? Ist der Matrilinear? Ja, der ist matrilinear verheiratet. Graf Kuno von Linz ist mit unserer... Warte mal, hä? Oh, warte mal. Wie haben wir das denn hinbekommen? Graf Kuno von Linz aus dem Hause der Salia ist mit unserer Schwester Ida matrilinear verheiratet. Und hat mit der jetzt eine Tochter, die sie auch Ida genannt haben. Aber aus... Warte mal. Ach, der hat aber noch
Vorgeordnete Söhne, okay. Das macht Sinn. Hätte mich jetzt gewundert, wenn sie es uns so einfach machen. Na gut. Wir haben übrigens 5 von 5 Domänen. Ich frage mich gerade, wo eigentlich? Ingolstadt, Regensburg, Rothenburg? Klagenfurt. Ah, hier unten. Ah, habe ich übersehen. Klagenfurt und Knittelfeld. Das sind auch Provinzen, die wir früher oder später wahrscheinlich abgeben werden. Ich würde gerne wirklich hier auch Tirol so ein bisschen zu einem unserer Hauptherzogtümer machen. Also Bayern wird unser Hauptherzogtum bleiben, aber ich kann mir vorstellen, dass wir unsere Besitzungen früher oder später eher auf hier Innsbruck verlegen. Gerade das Silberbergwerk sollten wir unter unsere Kontrolle bringen. Das ist auch nichts Ungewöhnliches im Mittelalter, dass wenn irgendwas besonders erschwinglich ist. Zum Beispiel Lübeck. Lübeck wurde ja gegründet vom Grafen von Schauenburg und dann hat der Herzog von Sachsen, Heinrich der Löwe, gesagt, nö, die Stadt, die ist ziemlich prosperiert, die möchte ich eigentlich gerne selber direkt halten. Und so kam das dann auch. So. Nehmen wir vielleicht noch teil an der Belagerung von Santiago. Okay. Und, oh, sehr interessant. Der Kaiser, Heinrich der Vierte, lädt uns in seinen Rat ein. Seid gegrüßt, mein gütiger Vasall. Ihr habt euch als treu und ergeben erwiesen und für diese Dienste möchte ich euch belohnen. Als Anerkennung biete ich euch hiermit den Posten als Ratskanzler des Heiligen Römischen Reichs an. Ha! Ich weiß nicht, also wir sind jetzt nicht so gebildet, ne, oder? Was Kanzlerschaft betrifft. Aber das abzulehnen ist ja völlig absurd. Ja, komm, wir nehmen das an. Gibt keinen Grund, da jetzt Nein zu sagen. So, Herzogin Etelinde ist nicht mehr unser Hofarzt. Wieso? Welf ist Herzog der Lombardei. Okay, unser Schwager hat geerbt. Der ist aber immer noch mit dem Krieg sehr gut. Ist der auch noch unser Verbündeter? Ich hoffe doch. Okay, damit kann sie nicht mehr Hofarzt sein. Das ist schade, weil sie war wirklich ein guter Arzt. Ich glaube, besser geht's nicht als angesehener Arzt. Müssen wir uns nach einem neuen umschauen. Und ich finde es eigentlich ganz schön, wenn wir das innerhalb der Familie vergeben können. Was eigentlich mit Heinrich passiert? Ach ja, genau, der ist ja in der Schlacht erschlagen worden. Dieser brillante Stratege. Unser großer Bruder. Genau, wir haben hier Herzogin Mechthild, die ist am Hof von Angria. Und wird vielleicht Kaiserin. Oh mein Gott, Leute. Stimmt, natürlich, wenn er gewählt wird, dann ist sie natürlich Kaiserin Mechthild des Heiligen Römischen Reichs. Aus dem Hause Nordheim. Wie cool. Oh, Leute. Sehr schön. Okay, und unsere Schwester, die ist allerdings am Hof unseres Vasallen. Auch die können wir nicht zum Hofarzt machen. Schade. Okay, dann schauen wir uns weiter um. Gehen wir mal an unseren Hof. Hier sieht man das, gell? Ah, wir haben noch unsere Mutter. Ich meine, die ist aber schon gebildet. Unsere Gattin würde auch gehen. Es gibt jetzt auch keinerlei Anhaltspunkt. Unser Bischof, ja gut, der ist halt sadistisch. Uiuiui. Ob das so klug ist, den zum Hofarzt zu machen. Ich kann mir vorstellen, dass sich unsere Mutter auf ihre alten Tage nochmal mit Medizin beschäftigt und jetzt die Gelegenheit nutzt, quasi die Stelle unserer Schwester einzunehmen. Das finde ich eigentlich ganz passend. Allerdings kostet das 10. Nee, das können wir uns nicht leisten. Verdammt. Das darf natürlich nicht sein, dass wir hier ins Minus rutschen. So, wir haben. Genau, der Mann ist gestorben, deswegen ist das Bündnis weg, aber natürlich unser Schwager unterstützt uns weiter. Wie viel Verluste hatten wir bei der Schlacht? Nur 500 Mann. Okay, das geht noch. Wir werden Titelerben Dritter in der Erbfolge von Augsburg. Ja gut, das interessiert uns nicht so wirklich. Ich meine, wir haben hier schon eine Ehe getroffen, die Augsburg und Bayern eventuell wieder zusammenfallen lässt unter dem gemeinsamen Enkel unseres Bruders und uns. Ja, genau. Schauen wir mal, ob wir
noch ein weiteres Kind bekommen. Mal sehen. So, damit ist auch diese Belagerung abgeschlossen. Gehen wir weiter vor. Ich würde sagen, wir rücken in diese Provinz ein, aber können das nicht? Warte mal, das ist nicht von uns besetzt. Ah. Hm. Okay, wir sollten wieder einen Belagerungsgeneral reinholen. Heinrich, unser Belagerungsexperte. Aus dem Hause Limburg und Graf von Eschenlohe und Falkenstein. Falkenstein. Okay. Ja. Hier, wo ist Eschenlohe? Warte mal. Ach, direkt hier. Ups. Ja. Hier im Süden ein doppelter Graf. Den sollten wir uns vielleicht merken. Heinrich aus dem Hause Limburg. Ist ein Unzüchtiger. Können wir ihn dafür einkerkern? Nee. Huh. So. Siegherre Randolph hat Erfahrung im Kampf. Ein Gast. Können wir uns nicht leisten, leider. Wir gehen hier in die Belagerung. Und mal sehen, ob wir dann noch weiter darum kämpfen müssen, um dieses Königreich. Das ist besetzt von Angria, das ist besetzt von Österreich. Und eine gestattete Strategie. Ich nehme an einer Strategiebesprechung mit Kaiser Heinrich und Graf Ulrich teil. Oh, wie schön. Wir sind in Kontakt mit dem Kaiser. Wunderbar. In der wir unsere Pläne für den laufenden Krieg besprechen. Kaiser Heinrich hat entschieden, sich nicht einzumischen. Ulrich und ich können agieren, wie wir es für richtig halten. Okay. Verbessertes Vermeiden. Warte mal, was? Dieser Charakter legt sich Wege zurecht, um die eigene Haut zu retten und Verluste zu minimieren. Okay. Bewegungstempo, Rückzugsverluste. Oh, das ist doch ein netter Perk. Ich freue mich, dass ich freie Hand habe. Ja, das ist auf jeden Fall so. Warte mal, Krieg gegen die Tyrannei von König Salomon. Okay. Da geht es irgendwie um Ungarn, was auch mit dem Heiligen Römischen Reich verbandelt ist. So wie ich das sehe. Na gut. Bündnis ausgelaufen mit Adelheid von Babenberg. Oh, okay. Stimmt, die Herzogin von Österreich. Ah, und stimmt, natürlich. Unser Neffe ist damit Herzog von Österreich. Und auch mit dem Krieg. Stimmt, wir hatten ja hier so eine geschickte Ehe geflochten. Die Babenberger, stimmt, ja, Kuno war ja verheiratet mit Adelheid. Sie ist gestorben an Lys. Mein Gott, hoffentlich hat er sich nicht angesteckt an dieser Geschlechtskrankheit. Na gut, dramatische Szenen hier in Österreich. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und bis dann, macht's gut und Servus.